Bardo Tüdol – Das tibetische Totenbuch. Dieses Buch ist ein Lehrbuch darüber, wie sich der Verstorbene im Jenseits verhalten soll und was ihn jenseits der Grenze erwartet. Es enthält Anweisungen zur Begegnung mit der Realität im Zwischenzustand. Zunächst muss der Mensch die Zeichen des Todes erkennen, die nacheinander in seinem sterbenden Körper auftreten. Das Buch Pobonka Rinpoche – Befreiung in unseren Händen, Band 1 – eine kurze Unterweisung über den Pfad zur Erleuchtung. Nichts außer Dharma kann dir helfen, wenn du stirbst. Reichtum kann dir nicht helfen. Mögen sie mit Brahma, Indra oder dem Herrn der Welten verglichen werden, wenn sie sterben, können sie jedoch keinen einzigen Diener mitnehmen. Sie besitzen nicht die Freiheit, auch nur einen einzigen Gegenstand ihres Besitzes bei sich zu behalten. Zu diesem Zeitpunkt werden diese für sie keinen Wert mehr haben. Sie mögen ein mächtiger König sein, der alle Länder erobert hat, aber sie werden trotzdem nicht in der Lage sein, auch nur ein einziges Gerstenkorn mit sich zu nehmen. Der Unterschied zwischen ihnen und einem Bettler wird verschwinden. Es wird ihnen nicht einmal erlaubt sein, einen Stock zu haben. Ein König lässt seinen Königsstab zurück und ein Bettler lässt seinen Bettelstab zurück. Wie Jemilarepa sagte, dem Körper eines Yogis wird der beängstigende Name Leiche gegeben. Das gilt auch für ihren Körper. Das Erste, wonach das Bewusstsein fragt, ist, ob ich tot bin oder nicht. Wir sehen Verwandte, Freunde oder Ärzte, wie wir es gewohnt sind. Wir hören sogar, was sie sagen. Wo bin ich denn? Fragt unsere aufgewachte Essenz, wenn mein Körper dort liegt. Nach dem Tod wirst du in Bardo eintreten, wo unvorstellbare Schrecken auf dich warten. Du hast Halluzinationen über einen Sand- und Feuersturm. Du wirst fühlen, als wärest du unter einer Lawine oder unter einem sandigen Erdrutsch begraben, als ob brennende Holzscheite von allen Seiten auf dich zufliegen, als würdest du vom Wasser weggetragen oder vom Wind weggeblasen werden. Bardo des Tages dauert durchschnittlich 49 Tage, beginnend mit dem Tag, an dem der Verstorbene seinen Tod erkannt hat. Es dauert in der Regel 3 Tage, bis diese Erkenntnis eintritt. Danach, bis zum ungefähr 15. Tag, wandern wir im Chönibado. Dann gibt es noch das Gericht und den Sitbabado, in dem wir nach kommender, meist unbewusster Geburt suchen. Mit dem Tod erlischt ihr Bewusstsein nicht. Es muss auf jeden Fall reinkarnieren. Es gibt nur 2 Orte, an denen es sich reinkarnieren kann: die unteren und die oberen Sphären. Wenn wir sterben, treten Halluzinationen von Kälte auf, die eine Sehnsucht nach Wärme hervorrufen, und dies aktiviert das Karma, um in den niederen Welten wiedergeboren zu werden. Dann kommt der Tod, der mit dem Einschlafen vergleichbar ist. Wir erleben Bardo als einen Traum und finden uns plötzlich in der heißen Hölle wieder, als würden wir aufwachen. Das Höllenfeuer ist 7-mal heißer als das Feuer in der menschlichen Sphäre. Wenn wir die beiden Arten von Feuer vergleichen, dann ist das menschliche Feuer genauso kalt wie das mit Goschirscher Sandelholz gekühlte Wasser. Der erste Tag. Seit 3 Tagen wusstest du nicht, was mit dir geschah. Jetzt, wo du aufgewacht bist, erschrecke dich nicht. Du hast dich stark verändert. Alles hat sich verändert und du bist ein anderer geworden. Schau nicht in den Spiegel und zehre nicht an deinen Lieben. Du wirst sehen, was du nicht gesehen hast. Du wirst Klänge hören, die den irdischen nicht ähnlich sind. 2. Tag. Dies ist der Tag der Klarheit des weißen Feuers der Ostseite. In dieser weißen, reinen Flamme sind das Glück der Durchdringung und die Weisheit des Spiegels eingeschlossen. An diesem Tag wird auch die Hölle für den Sünder erscheinen, ihren schrecklichen Schlund öffnen, aus dem ein dunkles Licht strömt. Böse Taten oder Zorn können dich anstoßen, dich unwiderstehlich in das rauchige, dunkle Licht der Hölle reinziehen. Auf der 2. Stufe des Bardo erlangt der Verstorbene einen sogenannten strahlenden Scheinkörper, tibetisch reiner, leuchtender Scheinkörper, Sanskrit Mayarupa, ein ätherisches Duplikat des menschlichen Körpers, der Astralkörper der Theosophie. Der Verstorbene, nicht wissend, ob er tot ist oder nicht, erlangt die Klarheit des Bewusstseins. Mit der Trennung des Bewusstseinsstroms vom Körper entsteht eine geistige Schwingung, die durch einen Zustand der Klarheit ersetzt wird. Der Verstorbene hört das Weinen und Klagen seiner Freunde und Verwandten, aber obwohl er sieht und hört, wie sie nach ihm rufen, werden seine eigenen Rufe von ihnen nicht gehört. Und dann tauchen Geräusche, Lichter und Visionen auf, alles zusammen, die ihn erschrecken, einschüchtern, bestürzen. Dies ist der Weg in die Welten der Hölle, aus der es einen langen Weg hinaus gibt. Hüte dich vor dem Zorn, besonders hier im Bardo. Wenn du nicht in der Lage bist, dich von deinen Leiden abzulenken, dann wird der gute Geist deines Alters kommen und die weißen Steine deiner guten Taten stapeln. Mit ihm von der anderen Seite wird der böse Geist kommen und deine schlechten Taten mit schwarzen Kieselsteinen zählen.
Wenn du diese Haufen siehst, bekommst du vielleicht Angst und fängst an zu lügen und zu schreien, dass es ungerecht sei und es keine so schlechten Taten gab und die guten mehr waren. Der Fürst des Todes wird unmittelbar vor dir mit dem Spiegel des Schicksals, des Karma erscheinen, der das Gute und das Schlechte exakt widerspiegelt. Du wirst in diesen Spiegel schauen und die Wahrheit sehen. Dann wird der Fürst des Todes dir eine Schlinge um den Hals legen und dich mit sich hinunterziehen. Dein Kopf wird abgeschlagen, dein Herz wird herausgerissen, deine Gedärme und Eingeweide werden herausgeschöpft und man fängt an, dein Hirn zu verschlingen, dein Blut zu trinken, an deinem Fleisch zu kauen und deine Knochen abzuknabbern. Ein wahnsinniger und unglaublicher Schmerz wird dich überkommen. Leider wirst du nicht sterben. Dein mystischer Körper wird sich wieder zusammensetzen und du wirst wieder mit einer Schlinge um den Hals geschleift, wirst wieder in Stücke zerrissen und zerbissen werden. Es wird immer wieder passieren und es wird kein Ende nehmen, bis du das Geschehen erkennst. Bis du erkennst, dass du es bist, der sich selbst verurteilt, dass alle Bilder aus dem trüben Wasser deiner Gedanken kommen. Weder der Fürst des Todes noch die Monster, die dich in Stücke reißen, sind aus Fleisch, genau wie du. All diese furchtbaren Szenen sind nur eine Täuschung, eine Vision. Aber hier in dieser Welt des Badu sind die Vision und du in einer Dichte vergleichbar und deshalb ist der Schmerz real. Die höllischen Wächter sind wie die Avas mit den Körpern von Elefanten und die Yakash mit den Körpern von Schweinen. Diese höllischen Wächter und Diener sind so groß wie ein Berg, haben blutunterlaufene Augen und verbreiten echte Angst. Sie schreien, schlagt sie, tötet sie und dergleichen. Die Kreaturen der Hölle haben solche Angst, dass sie das Gefühl haben, ihr Körper würde in Stücke gebrochen werden. Stell dir vor, ein höllischer Wächter packt dich und legt dich mit dem Rücken auf eine rotglühende Eisenplatte. Mit dem rotglühenden Eisen hinterlässt er schwarze Spuren auf deinem riesigen Körper, die viele Streifen hinterlassen. Einige der Wächter sägen deinen Körper entlang dieser Markierungen, als ob ein Zimmermann ein Stück Holz sägen würde. Einige Wächter spalten deinen Körper entlang dieser Markierungen mit Äxten und wieder andere schwingen Äxte. Und doch, nachdem du auf diese Weise zerteilt und zerschmettert worden bist, werden die Fleischstücke und die Bluttropfen, die auf das glühende Eisen fallen, auch dann noch mit deinem Bewusstsein verbunden sein, was dein Leiden, das du ertragen musst, noch verstärkt. Mehrfarbige Lichter wie das Nordlicht werden über dich hinwegflattern. Die Sinnesgottheiten werden von den vier Seiten und von der Mitte kommen. Jede Gottheit hat einen Schädelknauf und einen Schädel in Form einer mit Blut gefüllten Schale. Die rechte Hand ist in einer Geste der Verführung hoch erhoben. Das Buch der Toten ist eine Anleitung für die Lebenden. Bemühe dich, solange du noch lebst. Während des Badu des Todes gewinnen Ängste und Gefühle große Kraft und Macht über uns. In Nagarjunas Brief an einen Freund heißt es, diese Leiden der Hölle sind absolut unerträglich. Sie werden milliardenfach erlebt. Bis das unheilvolle Karma erschöpft ist, hört solches Leben nicht auf. Das Leben in den 8 heißen Höllen dauert eine sehr lange Zeit. Dein Elend wird durch das Böse in dir in diesem Jenseits verursacht. Höhle der Qualen ohne Unterbrechung. In dieser Hölle ist keine Rast möglich, deshalb leiden die Wesen hier noch mehr als in den heißen Höhlen darüber. Legt man einen Stein oder ein Eisen ins Feuer, sind sie bald nicht mehr vom Feuer zu unterscheiden. In ähnlicher Weise sind die Körper der Geschöpfe in dieser Höhle nicht vom Feuer zu unterscheiden. Nur an den herzzerreißenden Klängen, die sie von sich geben, kann man erkennen, dass es in dieser Hölle Lebewesen gibt. Sie werden von 11 Feuern verbrannt. Feuer in den 4 Himmelsrichtungen sowie in den Zwischenrichtungen, je ein Feuer im Zenit und im Nadir und ein Feuer im Inneren des Körpers. Sie sind vergleichbar mit verkohlten Dochten. Ihr Leid ist unermesslich. In Nagarjunas Brief an einen Freund heißt es, wenn wir alle Gründe für Glück in Betracht ziehen, ist die Beseitigung des Verlangens die höchste aller Arten von Glück. Und unerträgliches Leiden ist Leiden in der Höhle des Elends, ohne Unterbrechung. In diesen Wiedergeburten müssen wir dann leiden, bis das negative Karma aufgebraucht ist, weil wir nicht in der Lage sein werden, unser Bewusstsein von unserem Körper zu trennen. Die Wesen in der Hölle der ununterbrochenen Auferstehung haben die kürzeste Lebensspanne. 50 Menschenjahre entsprechen einem göttlichen Tag im Reich der 4 Maharajas. 30 solcher Tage bilden für sie einen Monat. 12 solcher Monate bilden ein Jahr. Das Leben eines Wesens im Reich der 4 Maharajas beträgt 500 solcher Jahre. Aber das entspricht nur einem Tag in der Hölle der ununterbrochenen Auferstehung. 30 solcher Tage bilden einen Monat in der Hölle. 12 solcher Monate werden zu einem Jahr.
Das Leben in der Hölle der ununterbrochenen Auferstehung dauert 500 solcher Jahre. Wir sind nicht in der Lage, eine Verbrennung oder einen Nadelstich zu ertragen. Wie können wir also das Leben in einer dieser Höhlen ertragen? Wie die alten Kadampinsmeister zu sagen pflegten, es ist so, dass wir nur mit einem Fuß im Reich der Menschen stehen, der andere Fuß befindet sich bereits über dem Rand des Kessels der Hölle. Wir haben bereits die Gründe für unsere Geburt in der Hölle geschaffen. Wenn wir einmal in der Hölle wiedergeboren sind, ist es unmöglich, uns aus ihr zu befreien oder Zuflucht zu finden. Deshalb müssen wir uns intensiv bemühen, solange wir dort noch nicht wiedergeboren sind und solange noch ein wenig von unserer Lebenszeit übrig ist. Wir sind alle dazu bestimmt, in den heißen Höllen wiedergeboren zu werden. Deshalb ist es natürlich wichtig, an unserem Verhalten zu arbeiten, um solche Wiedergeburt zu vermeiden.